So und damit herzlich willkommen zu diesem Video, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Heute für alle Einsteiger, die in das Thema Fahrzeugpflege richtig eintauchen wollen und in Zukunft an der SB-Box waschen wollen, für die ist heute dieses Video gedacht. Ich zeige euch erstmal generell den Aufbau einer SB-Box. Worauf sollte man achten? Was gibt es für Programme hier bei diesen Auswahlmöglichkeiten? Hauptwäsche, Vorwäsche, was es da alles gibt? Und so ein paar kleine Tipps und Tricks. Und in den nächsten Videos werden wir dann auch hier das ein oder andere Auto waschen. Heute mal, was ist eine SB-Box? Wie nutze ich sie richtig? Und was habe ich alles hier zur Verfügung? Viel Spaß! So, und da sind wir hier in Senftenberg angekommen, meiner ja kleinen zweiten Heimat hier. Und unsere neue SB-Box ist auch mit dabei. Hier haben wir verschiedene Teilbereiche und es unterscheidet sich auch immer. In allen Städten gibt es eigentlich irgendwo immer in der Nähe eine SB-Box und da gibt es ganz, ganz große Unterschiede bei der Boxenanzahl. Hier haben wir vier Stellplätze sozusagen, also vier Waschplätze und ihr habt auch verschiedene Lanzen mit dabei. Ihr habt auch hinten nochmal vier Plätze, wo ihr auch einen Staubsauger für den Innenraum mit nutzen könnt. Also das unterscheidet sich bei vielen SB-Boxen. Manchmal gibt es noch mehr Plätze oder weniger. Also schaut euch dann mal in eure Region um, was da bei euch zur Verfügung steht. Hier die WAP-SB-Box. Schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Wir gehen mal in eine Box rein. Sucht euch am besten einen Platz aus, der möglichst weit weg ist vom nächsten, der wäscht. Wenn natürlich die SB-Box komplett gefüllt ist, müsst ihr euch dann den nächsten freien Platz suchen. Aber ansonsten würde ich euch persönlich empfehlen, und das ist mein erster Tipp, fahrt nicht zu den extremen Stoßzeiten hier in so eine SB-Box. Könnt ihr natürlich gern machen, aber nutzt vielleicht eure Freizeit, vielleicht mal abends eine Runde fahren oder vielleicht am Morgen nochmal vor der Spätschicht zum Beispiel, wo einfach nicht so viel Betrieb ist. Wie heute hier, ich habe komplett freie Auswahl. Das ist mein erster Tipp. Fahrt nicht hier zu den Stoßzeiten, wo sehr, sehr viel Betrieb ist, sondern beobachtet mal ein bisschen die Zeiten, wenn hier ein bisschen Ruhe ist und ihr auch für euch ganz entspannt euer Auto waschen könnt. Jetzt gehen wir mal in die erste Box rein. So, das Erste, was wir erkennen können, ist, dass wir unser Fahrzeug hier eigentlich problemlos in so eine Box reinbekommen. Die Abstände unterscheiden sich auch je nach SB-Box-Betreiber und auch Bauart. Aber hier haben wir rechts und links mindestens 1,5 Meter mit einem normalen Fahrzeug Platz, um hier das Fahrzeug vernünftig reinigen zu können. Ihr seht dann auch noch verschiedene Werkzeuge. Das heißt, wir haben auf der Seite schon mal die Schaumbürste. Die schauen wir uns später auch nochmal an. Wir schauen uns hier auf der Seite noch den Hochdruckreiniger an. Der versorgt praktisch eure ganze Waschroutine mit Shampoo-Wasser, mit Wasser zum Klarspülen. Viele Programme gibt es auch noch, die Glanz trocknen und so weiter. Das schauen wir uns auch gleich im Anschluss an. Hier habt ihr die Auswahl, das ist bei vielen SB-Boxen auch ähnlich, zwischen den einzelnen Programmen, die wir uns im späteren Video nochmal in Ruhe und im Detail auch nochmal anschauen werden. Heute gibt es nur einen kurzen Überblick. Und hier hinter mir, hier, habt auch nur die Möglichkeit, kleine Waschmünzen zu ziehen und auch mit Karte zu bezahlen. Und das ist nicht bei jeder SB-Box üblich. Die meisten SB-Boxen, die ich so kenne in unserer Region bisher, da konnte man nur 1 Euro oder 2 Euro reinstecken. Nicht mal 50 Cent, das heißt, wenn man nur mal kurz abspülen wollte, da hatte man das Problem, dass man immer gleich einen ganzen Euro reinwerfen muss. Und vielleicht brauchte man das gar nicht und auch nicht die Menge an Wasser, die dann insgesamt rauskommt. Also hier verschiedene Möglichkeiten, das auch individuell auf seine Waschroutine abzustimmen. Hier schauen wir uns als nächstes die Auswahl an der verschiedenen Waschprogramme im kurzen Überblick, aber da gibt es später noch mal ein detailliertes Video, da finden wir für euch noch mal die speziellen Waschprogramme. Schauen wir uns mal an. Also hier dann Geld einwerfen und meistens beginnt ihr hier mit der Shampoo-Vorwäsche. Später kommt natürlich auch noch der Snowfoam mit dazu. Da gibt es vielleicht nochmal ein Zusatzprogramm. Aber hier an dieser SB-Box Shampoo aufsprühen, kurz einwirken lassen bei hartnäckigem Schmutz. Und das ist im Prinzip das Vorwaschprogramm. Dann habt ihr die gründliche Intensivwäsche, auch an den Problemzonen. Das finde ich immer ganz cool, dass hier so eine kleine Erklärung mit dabei ist. Und damit könnt ihr mit dem Programm einfach das gesamte Auto erstmal einsprühen. Hier ist auch kein starker Druck dabei. Das heißt, einfach nur Shampoo auf dem Auto verteilen, einwirken lassen. Dann geht ihr hier auf den zweiten Punkt, Hochdruckreinigen. Da spült ihr sozusagen den angelösten Schmutz, den ihr hier damit angelöst habt, komplett ab. Schaumbürste ist ein Spezialprogramm. Nutzt nicht jeder, kann man nutzen, gibt es auch nochmal ein spezielles Video dann dazu, wie man diese Bürste auch gut und sinnvoll und auch sicher einsetzen kann. Also das Programm ist speziell, das blendet man an der Stelle heute aus. Und danach spült es sozusagen das Fahrzeug komplett ab mit klarem Wasser. Fahrzeug gründlich vom Dach nach unten abspülen. Und das ist einfach so ein richtig schöner Dreierschritt. Das heißt Vorwäsche, Hauptwäsche, klarspülen. Lack konservieren und Glanzspülen sind wieder Zusatzprogramme, genauso wie Motorreinigen. Diesen Punkt gibt es zum Beispiel auch nicht an jeder SB-Box. Hier bei uns gibt es das jetzt. Coole, coole Sache. Und Lack konservieren, das werden wir auch mal testen, wie stark ist so eine Lackversiegelung, die hier durch so ein Zusatzprodukt erzeugt wird. Und Glanzspülen, entmineralisiertes Wasser für fleckenfreies Trocknen. Das ist der Unterschied zwischen Klarspülen und Glanzspülen. Hier kann noch ein gewisser kleiner Kalkanteil mit drin sein. Es kommt auch immer darauf an, wie das Wasser bei euch generell in der Region ist. Also hier nach dem Klarspülen
Wasserspülen direkt schnellstmöglich trocknen. Hier nach dem Glanzspülen habt ihr auf jeden Fall die Sicherheit, dass keine Wasserflecken entstehen. Und da könnt ihr euch mit dem Trocknen ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber die einzelnen Programme schauen wir uns auch in einem späteren Video nochmal komplett im Detail an. Also ein kurzer Überblick für alle, die jetzt zum ersten Mal in einer SB-Box sind. Eure Hauptprogramme Shampoo oder Snowfoam Vorwäsche, Hauptwäsche mit mehr Druck und Klarspülen bzw. Glanzspülen im Wechsel, je nachdem, was ihr lieber nutzen wollt und wie ihr danach trocknen wollt. Das sind eure wichtigen Programme und im Detail gehen wir nochmal später auf das Ganze ein. So, dann schauen wir uns mal hier die Schaumbürste an und ihr seht, das ist folgendermaßen aufgebaut, ist auch bei jeder SB-Box ein bisschen anders. Und hier gibt es auch nochmal so ein paar Überzieher-Zusätze, die man auch gerne in der Hobbyfahrzeugpflege einsetzt. Dazu kommt nochmal ein spezielles Video, ich wollte es euch einfach mal mit zeigen. Mein Tipp, wenn ihr an der SB-Box mit Hand waschen könnt, nutzt lieber euren Waschhandschuh als das, aber das heißt nicht, dass das hier massiv schlecht ist. Man kann das aber mit ein paar Tipps und Tricks auch sehr gut nutzen. Da gibt es aber in einem späteren Video nochmal eine genaue Erklärung, wie man das Teil auch sicher und sinnvoll nutzen kann, wenn man zum Beispiel an der SB-Box keine Handwäsche durchführen kann. Aber heute waschen wir dann gleich nochmal kurz per Hand. Ihr seht auch nochmal hier komplett auch nochmal der Hinweis drauf, bitte Bürste vor der Benutzung auf Sauberkeit überprüfen, Benutzung nur nach Bezahlung und Programmwahl eine Schaumbürste, weil ihr habt natürlich jetzt hier kein Shampoo-Wasser mit dabei, diese Bürste steht nur im klaren Wasser und deswegen fehlt euch natürlich das Shampoo, darum braucht ihr das Programm Schaumbürsten. Jetzt gehen wir rüber zum Hochdruckreiniger oder zur Hochdrucklanze. So, und da haben wir hier unser Hauptarbeitsgerät und das ist die Hochdrucklanze. Durch diese Lanze bekommt ihr hier die ganzen verschiedenen Waschprogramme einfach eingespielt. Das heißt, selbst wenn ihr eine Vorwäsche habt mit Shampoo, kommt das hier aus dieser Lanze raus. Das nächste auch Klarspülen. Auch Glanztrocknen wird alles über diese Lanze geregelt. Ab Frühjahr 2022 hält diese SB-Box auch nochmal einen extra Platz, eine extra Lanze nur für diese Snowfoam oder Schaumvorwäsche. Das heißt, hier kommt dann der Schaum nicht aus dieser Lanze raus, sondern da gibt es dann eine separate Schaumlanze. Das wird sehr, sehr cool, da freue ich mich drauf. Aber erst dann im Frühjahr 2022 zur nächsten großen Waschsaison. Schauen wir uns das Teil mal an. Nehmen wir mal raus. Sehr kompakt gehalten. Warum? Umso größer das Fahrzeug, umso weniger Platz habt ihr auch hier mit diesem Teil zu arbeiten. Das heißt, wenn das hier 1,50 Meter lang wäre, dann müsst ihr sehr, sehr nah ans Fahrzeug rangehen und habt keine richtige Kontrolle. Deswegen bin ich ein Fan von relativ kurzen Lanzen oder Hochdruckreinigerlanzen an diesen SB-Boxen, damit ihr einfach auch verschiedene große Fahrzeuge auch gut erreichen könnt und auch so besser damit arbeiten könnt. Hier habt ihr den Griff, das kennt ihr auch von den normalen Hochdruckreinigern zu Hause. Vorne die Düse dran, hier hinten der Abzug und normalerweise, seht ihr hier, ist das Teil jetzt natürlich nicht in Betrieb, weil ich kein Programm ausgewählt habe. Kommt dann wieder hier in diese Halterung rein. Das bitte ich euch auch an allen SB-Boxen auf der ganzen Welt zu beachten. Ich habe es schon ganz oft gesehen, dass das einfach auf dem Boden liegt. Das ist ein absolutes Unding. Das ist respektlos dem Betreiber gegenüber. Also stellt diese Sache auch wieder rein. Und das liegt auch daran, dass die Versorgung dieser Lanze auch an so einen Schlauch gekoppelt ist. Das heißt, der geht oben an die Decke und wird übers Auto geführt. Und wenn das auf dem Boden liegt, kratzt das euch relativ schnell am Auto, weil es einfach komplett im Weg ist. Deswegen hängt diese Lanzen, egal ob es jetzt auch die ist oder später eine Snowfoam-Lanze oder auch die Schaumbürste, hängt das wieder oder stellt das wieder in den Platz rein, damit das Kabel auch schön am Rand ist und nicht ans Fahrzeug kommen kann. Einfach eine Sache auch für den Nächsten, der hier in die SB-Box reinfährt. Schauen wir nochmal an die Decke, weil das ist auch eine ganz, ganz spannende Sache. Ja, mit Blick an die Decke wird deutlich, dass dieses ganze Schlauchsystem auch richtig gut geführt werden muss. Und später, wenn dann dieses Snowfoam oder Schaumkanu noch mit dazu kommt, seht ihr oben schon den dritten Platz, dann haben wir hier oben drei Gelenkarme, die sozusagen diese drei Schläuche übers Auto führen können, ohne dass das am Auto anstößt. Das heißt, wenn ich hier mit dem Hochdruckreiniger arbeite und auch hinter dem Fahrzeug lang will, führt dieser Arm den Schlauch einmal komplett ums Auto rum und es ist nie so, dass der Schlauch von oben mittig aufs Autodach schlagen kann, sondern er wird immer hier komplett geführt. Auch geht das übereinander, sehen wir jetzt hier nochmal schön. Also es ist 360 Grad, es behindert sich nicht und so sollte das an einer vernünftigen SB-Box sein. Aber das gibt es eigentlich bei vielen SB-Boxen und da achten die Betreiber auch auf jeden Fall sehr, sehr gut drauf. Und damit habt ihr die Kontrolle über die Shampoo-Versorgung, über die Klarspülversorgung und alles, was ihr benötigt und könnt sicher ums Auto rumgehen. Natürlich im Anschluss wieder das Ganze hier reinstecken und somit habt ihr wieder Platz in der SB-Box, könnt ums Auto rumgehen und auch hier wieder per Hand waschen, trocknen, ohne dass euch hier die Kabel im Weg hängen. Deswegen oben diese Konstruktion, sehr, sehr clever, funktioniert und deswegen wird es auch sehr oft eingesetzt. So, hier haben wir nochmal eine absolute Besonderheit. Das gibt es nicht an jeder SB-Box und deswegen feiere ich diese Box jetzt hier schon sehr, sehr stark und bin froh, dass es sowas hier bei uns in der Nähe auch aufgemacht hat. Diese SB-Box hat eine komplette Wasserversorgung. Viele bringen zum Beispiel ihr Wasser für den Wascheimer von zu Hause mit oder füllen sich das mit der normalen Klarspüllanze komplett auf. Das dauert erstens übelst lang und braucht relativ viel Geld. Viele clevere SB-Box-Betreiber bauen sowas hier mit ein, weil sie wissen, es gibt eine große Community, die gern per Hand wäscht und dieser Betreiber hier lässt auch Handwäsche zu ohne Probleme und deswegen ist es eine tolle, tolle Sache. Daumen nach oben dafür.
Diese SB-Box hat ein Waschbecken mit dabei. Und jetzt kommt ein positiver Punkt. Ihr habt hier kaltes Wasser. Da kommen immer 5 Liter für 20 Cent raus. Und warmes Wasser für 50 Cent. Das heißt, ihr könnt euren Wascheimer komplett im Winter zum Beispiel, wenn ihr da eine Wäsche machen wollt, für 1 Euro eigentlich komplett mit 10 Liter füllen. Das reicht eigentlich meistens aus. Vielleicht braucht ihr so 15 Liter. Es kommt immer drauf an. Das ist so die größte Eimergröße, die man eigentlich zur Verfügung hat. Und ihr habt damit immer warmes Wasser. Ihr könnt euer eigenes Wasser mitbringen, kein Problem. Aber ich finde es cool, wenn sowas hier mit dabei ist. Auch nochmal mit so einem kleinen Aufstellgitter, wo ihr zum Beispiel einen kleinen Eimer drunter stellen könnt, je nachdem, was ihr halt machen wollt. Oder ihr klappt das hoch und könnt ihr euren großen Galoneneimer reinstellen und Wasser zapfen, wie ihr da Lust habt. Coole Sache, gibt es nicht überall. Ich finde es toll, dass es dabei ist und werde es auch in Zukunft nutzen. Und das warme Wasser kommt hier mit bis zu 65 Grad raus. Das heißt, auch im Winter habt ihr hier schönes, richtig schönes, warmes Wasser. Tolle Sache, werde ich in Zukunft auch nutzen. So, und damit haben wir erstmal den groben Überblick über eine SB-Box. Ihr habt es vielleicht im Hintergrund gehört, es ist absolutes Arbeitstreiben hier um mich rum. Deswegen habe ich heute sehr viel freie Kapazitäten hier an der SB-Box und habe auch so ein bisschen meine Ruhe, jedenfalls was die anderen SB-Boxen angeht. Und ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Das war, wie gesagt, nur ein Überblick über die SB-Box generell. Wie ist sie aufgebaut? Was gibt es für Programme? Und im nächsten Teil schauen wir uns natürlich an, wie wäscht man ein Auto hier in so einer SB-Box per Hand. Und das wird eine sehr, sehr coole Sache. Freut euch auf Teil 2. Wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr habt viel mitgenommen, dann auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema SB-Box, worauf sollte man achten? Gibt es vielleicht ein paar Sachen, wo man gezielt drauf achten sollte? Auch da gibt es später natürlich nochmal ein Video, aber ich nehme gerne eure Fragen mit in die nächsten Videos mit rein. Wir sehen uns bei Teil 2, dann fangen wir mal an hier mit einer richtig schönen Handwäsche, die man an der SB-Box auch schön durchführen kann. Bis zum nächsten Mal, euer Sebastian. Ciao.